So, ein ganz großes Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Endlich mal wieder. Wirklich. Zu DualWorks Fahrzeugkünstler. Warte, ein ganz großer Moment. Genau, DualWorks Dragons Aufbruch, neue Reiter. Damit geht heute weiter mit einer neuen Folge. Ich bin echt sehr gespannt und ich hoffe, euch geht's auch mal wieder super, super gut. Ich habe auch gute Laune heute. Und wie man sieht, jetzt gibt es echt mehr Videos. Jetzt habe ich auch mehr Kräfte. Jetzt gibt's keine Probleme mehr. Also, es ist. Gibt schon da und da vielleicht mal ein Problem, aber ich glaube, das reicht auf jeden Fall. Also, ich kann auf jeden Fall jetzt genug Videos machen. Ich möchte auch genug Videos machen, weil ich auch echt sehr viel Bock drauf habe auf Weihnachten. Also, Weihnachten ist immer sehr wichtig für mich. Mit euch selbst zu zocken, egal. Jetzt geht's weiter hier mit Typen. Works Dragons, Aufruf, neue Reiter. Und jetzt. Und ich habe euch ja schon in diesem komischen dreiminütigen Video schon gesagt, dass ich endlich weitermachen möchte. Ich habe leider dann doch kein Video gemacht, weil das leider dann nicht ging. Also, ja, die Akkulaufzeit hat mal wieder so schnell ausgegangen. Einfach so. Sehr komisch. Aber egal. Jetzt können wir mal in Ruhe spielen, weil die Akkulaufzeit ist jetzt nämlich sehr groß. Also, die Akkulaufzeit. Die ist auf jeden Fall jetzt ganz schön hoch und da machen wir uns aber keinen Kopf. Genau. Jetzt wissen wir auch, was wir machen müssen. Wir müssen nämlich den Kopf hier aufmachen. Oder wir müssen den Mund aufmachen von diesem Drachen. Und ja, ich war ein bisschen doof. Die letzten Mal, ich habe das Spiel jetzt bestimmt ja 6 Wochen nicht mehr gespielt. Richtig, ich habe es halt vor ein paar Tagen halt dieses 3-minütige Video gemacht, aber das war es aber auch schon. Ich habe nämlich vergessen, ich war auch ein bisschen dumm und nämlich meine Freundin, ich war auch echt ein bisschen dumm und nämlich, man kann nämlich mit den Hammer, kann man nämlich hier diese Würfel zerstören. Man kann die Würfel verschieben, man kann sie nicht zerstören, aber man kann sie zumindest einfach, ja, einfach wegschubsen. Das ist einfach cool, weil wir brauchen ja auch diese Fähigkeit, um reinzukommen, weil man kann nämlich den Würfel zum Beispiel nach links schieben, dann wird nämlich die linke Tür auch oben aufgehen. Da oben links ist eine Tür und die wird dann aufgehen, weil ich dann sie auch aufgemacht habe. Weil ich diesen Würfel auch einfach dann auf diesen Schalter hier draufgelegt habe gerade, weil es geht ja links, also ich bin halt, also das ist halt der Schalter, also unter den Würfel ist ja auch gerade ein Schalter und da rechts ist ja auch ein Schalter, also hier ist ein Schalter, warte, hier ist ein Schalter und da. Und da auch hier ist ein Schalter, genau. Ja, zack. Ich würde sehr gerne nach rechts gehen, weil rechts ist, glaube ich, auch eine gute Idee, oder? Da mal reinzugehen. Das Komische ist, was auch eigentlich ganz Sinn macht, ist ja auch, dass die Tür auch zugehen. Also, sie bleibt nicht auf, wenn man die einmal aktiviert. Das geht auf jeden Fall nicht. Ist aber auch gut so, genau. Also, heute machen wir auf jeden Fall weiter mit der Story von diesem coolen Spiel. Und es macht mir auch wirklich viel Spaß, sowas zu erkunden. Einfach so ein. Ist einfach ein RPG in klein. Ich finde einfach sowas sehr cool. Ja, genau. Und ich habe auch ein bisschen alleine gespielt, tatsächlich. Ich habe auch schon ein bisschen alleine gespielt, müsst ihr auch wissen. Und es hat mir echt sehr viel Spaß gemacht bis jetzt. Also, es macht mir auch echt gute Laune gerade hier. Also, es ist echt ein geiles Spiel, genau. Alles klar, wir haben ein paar Sachen bekommen gerade. Ja, gut. Sehr gut. Genau. Also ich denke mal, das Let's Play wird auch echt mehr kommen, weil ich auch echt Lust drauf habe. Ich habe auch gute Laune, meine Freunde. Also, ja. Ey, ihr wisst nicht, wie gut laut ich einfach ist gerade habe ich. Weil es geht mir einfach gerade so gut hier, genau. Und das Komische ist, jetzt müssen wir Teamarbeit machen. Jetzt Teamwork gefragt. Einer muss hier stehen bleiben, sonst wird nämlich der Block da unten, der Block, der eine Verbindung zu der anderen, zu der anderen Umgebung halt macht, gesperrt. Also einer muss auf jeden Fall da drauf bleiben, auf den Schalter hier, auf diesen braunen Schalter. Und ich kann mit Hilfe oder auf den Knopf L drücken, dass ich nämlich dann auch mit dem Drachen spielen kann. Und dann muss ich auch keine Angst haben, weil unser guter Hicks, ich glaube, er heißt auch Hicks, der bleibt dann da auch stehen, dass wir keine Angst haben müssen. Und dann ist halt auch echt Teamwork. Ich finde einfach diese gut, meine Freunde. Jetzt muss der Drache unten still bleiben, aber dafür muss ich jetzt mich hier bewegen mit den Hicks. Und dann ist einfach Teamarbeit. Ich finde einfach diese gut, meine Freunde, dass wir einfach. Dass wir einfach Teamarbeit machen. Das ist so gut, einfach meine Freunde aufpassen, dass wir jetzt nicht zerstochen werden oder einfach zerstört werden von den spitzen Kriegsmetalldingern. Wie auch immer man die richtig nennt. Zack, aber egal. Ja, cool. Und hier, da brauchen wir eigentlich nur den guten Drachen, weil der Drache uns ja auch hilft. Der Drache kann ja, wie man sieht und auch wie man auch das schon weiß, kann er auch spucken. Damit kann man ja auch die Schalter auch aktivieren. Das finde ich auch gut gemacht, die Idee. Auch die Idee ist mal der Hammer, ey. Also ohne Scheiß. Die Idee ist auch mal der Hammer, echt. Und unten links, also ganz unten links war ja auch ein
auch eine Tür. Die habe ich aber noch nicht aufgemacht bis jetzt. Es tut mir wirklich sehr leid, dass ich die nicht aufgemacht habe, meine Freunde, die Tür. Ich würde sie vielleicht, ich könnte sie noch aufmachen, aber ich glaube, ich mache sie erst. Wenn ich noch Chance habe, die noch aufzumachen, dann würde ich sie auch, sie gehen auch aufmachen. Aber ich weiß ja, was da genau, ich weiß ja auch, was da drin ist, weil wir hatten schon mal Part gemacht. Da haben wir auch gesehen, was da drin ist. Da waren nämlich zwei Schatztruhen, aber wir haben die Schatztruhen, wir konnten die Schatztruhen nicht erreichen, weil wir halt die Tür nicht erreicht haben. Aber jetzt könnten wir die Tür erreichen. Ich habe aber dennoch leider die Tür vergessen aufzumachen, bevor wir halt hier in diesen Weg gegangen sind. Aber ist egal. So, zack. Und der Wikinger wurde auch zerstört. Cool gemacht. Ich finde die Idee auch einfach so krass mit diesen Kämpfen, mit diesen ganzen. Aber G ist einfach. Ich finde die Idee einfach so spannend und auch die Musik so schön spannend. Die ist auch einfach atemberaubend gut. Zack, genau, so muss es sein. Also das nächste Jahr wird echt grandios mit euch zusammen. Zack. Okay. Auch das habe ich toll gemacht hier. Genau. Ja, ich bin ein bisschen fleißig mit kaputt machen. Also nicht wundern, ich mache genauso Sachen kaputt wie auch im Menschen 3. Okay, was ist denn jetzt hier los? Oh Gott, ey, sieht ganz schön gruselig aus hier. Okay, der wurde gerettet. Warum wurde der gerettet? Habe ich den vielleicht gespeichert? Schade. Ja, komm. Ja, das wollte ich euch nur sagen. Ich habe ihn wohl. Es wurde wohl gespeichert. Ich habe es nicht gesehen, dass es gespeichert wurde irgendwie. Ja, es tut mir leid, dass ich das nicht gesehen habe, meine Ehrenfreunde. Ja, es wurde wohl gespeichert, aber ist egal. Gut oder nicht. Machen wir also, ist egal, komm. Ist egal. Aber ein kleiner Kritikpunkt gibt es echt hier von meinem Spiel, guck mal. Das hier, das meine ich, das hier. Was ist das für ein dumm? Was ist das für ein dummes Scheiß? Das macht keinen Sinn für mich. Das macht echt keinen Sinn für mich, meine Freunde. Das ist einfach dumm. Das hier. Man kann schon davor gehen, obwohl der Schaden noch nicht drauf ist. Das hat man echt schlecht gemacht. Also sowas kann ich auch nicht leiden in so Spielen. Also ich finde sowas sehr gut, aber ich finde das Spiel ja gut. Ich finde das Spiel wirklich atemberaubend gut. Aber sowas gefällt mir einfach überhaupt nicht. Also wenn sowas in Spielen passiert, dann kann ich mir echt den Vogel zeigen. Also ich finde sowas einfach nicht toll. Also ich finde sowas einfach nicht schön und auch nicht toll, meine Freunde. Da finde ich irgendwie, da hat man sich nicht so viel Mühe gegeben. Das hätte man besser machen können. Das hätte man besser machen können, meine Freunde. Also jetzt nicht wundern, das gibt es auch in Luigi's Mansion 3 und also sowas gibt es, also sowas ähnliches gibt es ja auch schon. Ja, Lu in Luigi's Mansion, in Luigi's Mansion 3 gibt es auch sowas, meine Freunde. Jetzt kann ich dieses ganze Geplapper nicht aussprechen, ey. Luigi's, nee, ist falsch. Luigi's Mansion 3. Mansion 3. Da hat man ja auch das Spiel. Hat man ja auch ein paar Fehler da und da gemacht. Aber das ist in Ordnung. Wenn man da und da ein paar Fehler macht, die nicht so auffällig sind wie in diesem Spiel. Das Spiel ist ja gut, aber es hat manchmal leider so viele Bugs und hat leider so viele Fehler mit diesen, wo man halt. Da kann man hingehen, dann. Ja, so hat man nicht so toll leider gemacht, aber leider nicht so gut. Hier, das ist gut zum Beispiel, dass man hier so ein bisschen zwischen den Kanten auch reingehen kann. Das ist gut, das ist auf jeden Fall gut gemacht. Aber hätte man besser machen können, dass man halt zum Beispiel warten könnte oder auch kann, bevor der Stein, also man kann nämlich schon bevor der Stein da überhaupt oh, nach oben kommt, schon da hin und links gehen. Das ist halt ein bisschen schwach, aber ich weiß auch, dass es schwer ist. Ich weiß, dass man es auch schwer einstellen kann. Ich weiß auch, dass es schwer ist, sowas auch richtig wirklich auch um mich zu bearbeiten. Ich weiß, dass es auch nicht einfach ist, also keine Sorge. Ich weiß das doch, alles gut. So. Ich würde gerne mal eben hier lang gehen, wenn es okay ist. Vielen Dank. Zack. Okay. Genau. Boom. Boom. Ich finde die Idee auch einfach so gut, ne? Also es macht mir wirklich tatsächlich viel Spaß, das Spiel gerade. Macht mir echt Spaß hier, so muss es sein. Zack, zack. Oh, hier sind Fledermäuse. Oh, nee. Okay, alles gut. Zack. Aber ohne Scheiß, ich mache auch nicht mal alles richtig. Also keine Sorge, liebes Spiel. Ich muss auch keine Sorge machen. Ich will auch nichts kritisieren. Ich will einfach nur was sagen. Ich will einfach nur eine Tatsache sagen, die mir einfach auffällt. Und das mir einfach. Das stört mich ein bisschen in diesem Spiel. Aber das stört mich jetzt. Das stört mich ja jetzt nicht so sehr, dass ich das Spiel auch beenden möchte. Weil ich will das Spiel genießen. Ich will das Spiel auch viel. Mit ein bisschen Freude genießen. Deswegen. Man möchte einfach. Man möchte mich einfach nicht so viel mit meckern können. Das wäre echt gut, wenn ich mal nicht so viel meckere, weil ja, das würde mich auch echt freuen. Ja, hier habe ich eine Schatztruhe bekommen, also es wurde wohl auch alles gespeichert, obwohl ich das gar nicht gesehen habe. Leider, also schon.
Leider ist alles so gespeichert worden. Das heißt scheiße, aber gut. Das Gute ist, dass wenigstens die Gegner noch drin sind und dass die Gegner noch da sind. Das ist auch gut. Dass die Gegner noch zumindest noch da sind. Genau, zack. Okay. Und hier ist eine Schatztruhe noch. Mit 100 Steinen. Mit 100 so komischen Diamanten. Mit so komischen, ja, Leuchtsteinen. Die du mit so ein bisschen Draht. Ja, einfach goldglänzend sind. So, jetzt können wir aufmachen. Na, jetzt können wir. Genau, meine Freunde. Jetzt können wir nämlich auch jetzt hier lang. Jetzt können wir genau auch hier lang, meine einen Freunde. Weil ihr wisst ja, wir konnten erst nicht lang, weil das halt. Alles mit Stacheln bedeckt hier, also der rechte Weg war mit Stacheln bedeckt. Hier war alles mit Stacheln bedeckt gerade, also vorhin halt, vor ein paar Minuten, als wir hier noch waren. Genau. Und jetzt können wir auch diesen Stein hier aktivieren, weil wir halt gerade den Stein von oben nach unten geschossen haben. Jetzt können wir auch hier rein. Genau, sehr gut. Und jetzt können wir auch hier in diesen Mund rein. Oh mein Gott, meine Freunde, ich habe jetzt Angst, ob da jetzt was Schlimmes passiert, aber ich glaube, es ist nicht so ganz schlimm. Ich glaube, es ist nicht ganz so schlimm, meine Freunde. Ich denke mal. Es wird nicht so gruselig sein, dass man jetzt hier reingehen kann, aber ich glaube nicht. Nee, nee. Es wird schon alles gut gehen hier. Aber gute Idee. So hat man auf jeden Fall sehr gut hier hinbekommen. Diese ganze Grafik auch. Und die ganze Lichtbelichtung ist ja auch gut gemacht, dass man halt auch hier so Striche gemacht hat, dass man halt auch so Lichtbelichtung von oben, von unten, von oben nach unten gemacht hat. Das hat man auch echt toll hinbekommen. Also ich bin echt sehr, sehr begeistert vom Spiel. Die Grafik ist toll. Man hat echt einiges gut hinbekommen in diesem Spiel. Einiges hat man echt gut hinbekommen. Und. Vielen Herzen. Juhu! Was war das für ein Schrei? Ich habe diesen Schrei noch nie gehört in diesem Spiel. Deswegen war ich überrascht gerade. Okay, jetzt gibt es ein cooles Würfelspiel noch. Okay, ist auch echt cool. Ich glaube, das war auch nicht so einfach. Ich glaube, das war auch nicht so einfach, meine Freunde. Glaube ich auch, ob es nicht so einfach war, wie ich immer dachte. Aber ich glaube, es geht auf jeden Fall. Also es geht auf jeden Fall, dass es so machbar ist. Es geht auf jeden Fall so. Es geht auf jeden Fall so, dass ich es auch schaffen kann und auch. Das auch machbar ist insgesamt, genau, zack. Ah, okay, geht auch. Okay, cool. Aber das Gute ist, man hat es ja auch nicht so einfach, man hat es auch nicht so schwer machen lassen, weil man hat auch halt einfach mal sich ein bisschen mehr Mühe gemacht hat. Finde ich auch einfach cool so. Warte eben. Ja, so schwer ist es nicht. Ja, so schwer ist es wirklich nicht. Es geht auch, guck mal, geht doch. Zack, und jetzt. Haben wir geschafft. Ja, wir haben es geschafft, meine Freunde. Beim letzten Mal muss ich irgendwie nur Fehlschalter aktivieren. Also beim letzten Mal muss ich einfach einen Schalter nicht aktivieren. Hier von den fünf oder von den sechs Dingern hier. Von diesen Schalter, wo halt die Würfel jetzt drauf sind. Da musste ich wirklich vorhin oder vor ein paar Tagen, glaube ich, habe ich das mal ohne euch gespielt. Und da habe ich gesehen, da musste ich wirklich nur vier oder fünf, ich musste da wirklich nur fünf Schalter aktivieren. Und einer war halt übrig. Oder ein Schalter war halt übrig, obwohl ich eigentlich dachte, ob ich sechs Schalter aktivieren muss. Also entweder war es ein Bug, also entweder war es echt ein Bug, oder es war einfach entweder okay, oder ach, egal. Also ich weiß auch nicht, ob es ein Bug war, oder ob es einfach ganz, oder ob es auch okay war. Oder man hat es einfach ein bisschen einfacher gemacht für die Kinder. Weil es ja auch ein Kinderspiel ist, müsst ihr wissen. Obwohl es ein bisschen Schlag auf Schlag geht, aber egal. Es gibt da auch ein Astrid und Obelix spiele ich auch sowas ähnliches. Also für mich regeln die zwei Spiele auch einfach sich sehr. Also für mich reden mich halt einfach die zwei sehr, sehr dolle daran, meine einen Freunde, die zwei Spiele. Hallo. Ja, echt geil. Muss es sein. Zack, zack. Zack, zack. Cool gemacht. Okay, schön. Ja, ich hab mir das Livestream, ich habe mir den Livestream Ausschnitt von Ego White angeguckt. Deswegen, das Astrid ein Overlegspiel. Das ist echt ein cooles Spiel auf jeden Fall. Also ich würde jetzt euch auch, ich würde Spaß. Ich kann das nicht aussprechen, meine Freunde. Ich habe immer so eine komische Sprache. Ich kann das ja aussprechen, aber ich habe immer so ein es hört sich so. Du Mann. So. Ich würde euch es gerne euch. Ich würde euch es ich. Ich würde. Ich würde euch es. Ich würde ich. Ich würde ich euch. Ich würde euch es echt gerne mal. Einfach empfehlen. Das ist echt vielleicht schon ein sehr gutes Spiel. Also, es erinnert mich auch ein bisschen an dieses Spiel halt. Also es erinnert mich einfach total an dieses geile Spiel hier. An dieses geile Spiel. Also, an dieses geile Spiel einfach.
Und das ist einfach cool so, genau. So, also ist mir aber auch jetzt nicht, also für mich ist es jetzt nicht so, also für mich ist es jetzt nicht so, dass ich es mir kaufen werde. Also ich werde mir das nicht kaufen, aber ich werde es mir halt einfach angucken. Ich werde es mir einfach angucken. So, zwischendurch mal auf YouTube oder so, wenn ich da auch Lust drauf habe. Aber eigentlich könnte ich auch mal hier vor diesem Spiel auch eigentlich mal ein paar Ausschnitte mir angucken. Eigentlich schon, ne? Könnte ich eigentlich machen, meine Freunde. Ich könnte nicht nur vom Asterix und Ostrik. Oh, meine Fresse, dieses Drecksname, ey. Ich meine, ich kann diesen Namen nicht aussprechen, meine Freunde. Ich kann dieses Astrid und Obelix Spiel ja auch gerne mal anschauen. Auf YouTube. Aber ich will es ja nicht nur angucken. Ich will ja auch anderen Kram gucken. Nicht nur das. Ich will auch einfach anderen Kram gucken. Ja, nicht nur das. Ich will nämlich auch mal das Spiel angucken, weil ich auch mal wissen will, wie das Spiel einfach so mittendrin auch mal aussieht, weil ich weiß ja, dass es ja nicht nur, dass sich ja das Spiel auch nicht nur in der Höhle abläuft, oder dass sich ja das Spiel ja nicht nur, dass nicht nur das Spiel sich jetzt hier in der ganzen Zeit vom Spiel halt in der Höhle abläuft, hat er auch am Anfang des Spiels gesehen, also ja, es gab schon viel Parts, wo man halt draußen schon was gemacht hat in diesem Spiel, aber es gibt schon von mir drei, vier Parts, wo man halt schon gesehen hat, dass man halt in der Höhle ist. Aber ich denke mal nicht, dass es jetzt noch so lange weitergeht hier in der Höhle. Wir gucken mal, ob es auch weitergeht, weil ich muss sagen, ich bin jetzt auch, glaube ich, blind hier am Start. Ich weiß auch nicht genau, was blind ist, aber wir gucken mal. Und hier geht's weiter. Nee, bin ich gerade falsch gelaufen oder was ist los gerade mit mir? Bin, glaube ich, falsch gelaufen, weil ich weiß nämlich genau, dass ich hier einen Drachen befreit habe. Ja, ich bin falsch gelaufen, meine Freunde. Ich muss nämlich hier lang, genau. Ja, das tut mir sehr leid, meine Freunde. Ich glaube, jetzt geht es auch weiter, genau. Ja, genau. Hier haben wir nicht einen Mann. Ich glaube, ich habe auch gefilmt. Ich bin mir aber auch nicht genau sicher, ob ich das auch gefilmt habe, meine Freunde. Also, es tut mir wirklich schrecklich. Es tut mir wirklich schrecklich leid, meine Freunde. Da ich das euch einfach nicht zeigen konnte, es liegt aber auch daran, dass ich halt auch leider nicht aufgepasst habe. Es tut mir wirklich sehr leid. Guck doch mal eben, okay? Ich glaube nicht, ich habe es nicht aufgenommen. Habe ich nicht? Doch, doch hier. Doch, habe ich aufgenommen. Das ist, glaube ich. Doch, da ist auf jeden Fall was. Hier. Das ist einfach passiert, meine Freunde. Genau, da oben jetzt. Genau, meine Freunde. Es war auch hier, wo ich gerade war. Genau, jetzt gehe ich da rein. Dann, ja, genau. Das war genauso, wo ich dachte. Genau wie ich dachte, meine Freunde. Ich habe es ja auch ohne euch gespielt hier. Ich habe es ja auch die letzten Tage auch ohne euch gespielt, meine Freunde. Muss ich euch sagen. Jetzt genau, das war halt so. Das halt dieser Mann war. Mit blauen Haaren und der hat mich halt angesprochen. Und das habe ich alleine nicht mehr gefilmt. Also ich konnte es nicht mehr filmen, weil es wurde halt gespeichert auf Versehen, obwohl ich einfach aufgepasst habe, kann man sagen. Aber ist egal, danke schön. Vielen Dank. Ja, genau. So war es halt einfach. Ich kann euch jetzt leider nicht mehr zeigen, wie es war und was auch alles er gesagt hat. Das tut mir wirklich sehr leid, aber egal. Wir hatten ja trotzdem Spaß gehabt gerade hier mit dem Part. Also, vielen Dank für eure extrem gute Aufmerksamkeit bei diesem Part hier. Ich würde sagen, beim nächsten Mal jetzt weiter bei Let's Play Dreamworks Dragons Aufbruch. Neuer Reiter. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch eben ganz kurz weiter, dann gucken wir uns eben noch um. Ich weiß ja auch jetzt nicht, ob das hier alles zu Ende ist, weil man hat noch nicht gesagt, ob das jetzt die Höhle, dass das Ende jetzt ist von der Höhle, dass das Ende jetzt ist hier, das von der Höhle halt auch einfach ist. Nee, ist noch nicht die Höhle. Ist noch nicht das Höhle vom Ende. Okay, ist also noch nicht die Höhle, wo das halt aufhört. Aber egal. Okay, ich bin spannend, meine Freunde, beim nächsten Mal geht's weiter. Wir haben gerade gesehen, dass die Astrid da nicht gerade irgendwie einen kleinen Fehler erlaubt hat. Aber egal, beim nächsten Mal, wir sind hier. Ich hoffe, ihr wieder.